In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr Rückmelder in Rockwell anlegt und richtig konfiguriert, damit Rockwell auch weiß, wo sich welcher Zug auf der Modellbahnanlage befindet. Rückmelder sind daher die Voraussetzung zur vollautomatischen Steuerung einer Modelleisenbahn. Als erstes müsst ihr einen Rückmelder zum Rockwell-Gleisplan hinzufügen. Dafür geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Plan bearbeiten. Im neuen Fenster Symbole hinzufügen gibt es unter Rückmelder das passende Rückmeldersymbol. Dieses kann dann einfach mittels Drag and Drop an die richtige Stelle gesetzt werden. Ja, und jetzt verlassen wir wieder die Bearbeitung des Gleisplans mit dem Klicken auf den Reiter Gleisplan und dann Bedienung. Um den Rückmelder jetzt einzurichten, öffnet ihr das Kontextmenü. Dafür drückt ihr einfach die rechte Maustaste. Unter Eigenschaften kommen wir in die Einstellungen. Unter Erkennung tragt ihr dann den Namen des Rückmelders ein, zum Beispiel K1 für Kontaktgleis 1. Unter dem Reiter Schnittstelle kann dann der Typ des Rückmelders eingestellt werden. Sensor ist die verbreitetste Art des Rückmelders. Darunter zählt auch ein normales C-Gleis-Kontaktgleis. Also alle Stromsensoren. Die Adressvergabe besteht aus Knoten-ID und Adresse. Die Knoten-ID ist die ID des Hauptrückmeldemoduls. Bei der Märklin Central Station 3 Plus ist diese standardmäßig auf 1. Für die normalen L88-Module an einer Märklin Central Station ist es dann die ID des L88-Moduls. Mehr dazu aber im Video zum Einrichten einer Zentrale. Unter Adresse wird dann die Adresse des Kontaktgleises eingestellt. In der Regel hat ein Rückmeldemodul wie der S88 von Märklin 16 Eingänge. Der 16. Eingang am ersten Modul hat also die Adresse 16. Der 5. Eingang am zweiten Modul dann die Adresse 21. Das war auch schon alles. Die Einstellung kann mit dem Klicken auf OK gespeichert und geschlossen werden. Ja, und jetzt könnt ihr sehen, ob ein Gleisabschnitt besetzt ist und habt eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Automatiksteuerung eingestellt. Wie ihr noch Weichen, Signale und Blöcke einstellen und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in vielen weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video.